Hi, heute gibt es wieder mal ein leckeres Fingerfood vom Grill und zwar die hier. Das ist ein Schweinefilet Pinwheel und wie ihr den macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr die Zutaten, die ich für meine kleinen Schweinefilet-Häppchen brauchen werde. Das Rezept habe ich neulich beim Thomas Ramster beim Backfest auf der Bühne gemacht und die Leute fanden das richtig lecker. Daher zeige ich es euch heute. Wir brauchen an Zutaten ein Schweinefilet, ein Stück Cheddar-Käse. Ich benutze hier die Pure Barbecue-Mischung. Ihr könnt gerne das verwenden, was ihr möchtet, aber die passt da sehr gut zu. Und wir brauchen ein wenig Rucola sowie Holzspieße und eine Gussplatte, die auf dem Grill gerade schon vorheizt. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Ich beginne damit, dass ich mir das Schweinefilet nehme und mir erstmal es auf die flache Seite sozusagen lege und dann mit einem scharfen Messer schneiden wir es dann ein. Letzten Endes geht es jetzt darum, dass wir so eine Art Schmetterlingsschnitt hinbekommen, damit wir uns das Schweinefilet aufklappen können. Also quasi so. Und wenn wir es dann hingelegt haben, setzen wir hier drüben nochmal mit dem Messer an und schneiden quasi nochmal etwas auf, damit wir noch mehr Fläche bekommen. Das Ganze sieht dann am Ende so aus. Man könnte jetzt noch mit einem Plättiereisen das Ganze noch ein bisschen größer machen, aber das werden wir nicht brauchen. Das ist so wunderbar. Als nächstes schnappe ich mir dann meine Pure Barbecue Mischung und würze das Schweinefilet von innen. Das soll reichen. Das Ganze verreiben wir noch ordentlich, dass sich das gleichmäßig verteilt. Und dann habe ich jetzt hier den Cheddar-Käse. Da schneiden wir jetzt Scheiben von. Und dann schnappe ich mir hier den Rucola und lege den quasi auf das Schweinefilet drauf. Und dann habe ich ja hier den Cheddar-Käse. Den legen wir hier oben auf den Rucola drauf. So sieht das Ganze jetzt erstmal aus. Aufwickeln wollen wir das Ganze wie bei den Flanksteak Pinwheels. Und der Rucola bzw. auch der Käse, der hier noch liegt, lässt erahnen, ich habe noch ein zweites Schweinefilet. Aber darum kümmere ich mich gleich später. Ich habe heute Gäste und deswegen brauchen wir da ein klein wenig mehr. Jetzt geht's los, dass wir hier unser Schweinefilet aufwickeln. Und zwar machen wir das wie bei den Pinwheels auch und zwar mit richtig Zug. Das heißt, wir fangen hier in der Ecke an, ziehen uns die Füllung sozusagen hier in eine Ecke hinein und dann schlagen wir das Ganze um, drücken das Ganze ordentlich zusammen und ziehen also auch immer so ein bisschen an dem Fleisch, wie ihr sehen könnt, immer so ein bisschen Spannung aufbauen, dass wir das Ganze möglichst stramm zusammenwickeln können. Da lohnt es sich dann auch, dass man beim Schneiden möglichst keine Löcher gerissen hat. Wie ihr sehen könnt, sieht das hier eigentlich schon ganz gut aus. So, und jetzt haben wir also hier, wie bei den Pinwheels auch, die Stellen, wo das Fleisch überlappt. Und da wollen wir es jetzt dementsprechend fixieren mit den Holzspießchen. Das heißt also, ich steche den Holzspieß hier ein. Dann schneide ich ab. Dann suche ich mir quasi die nächste Stelle, wo es überlappt. Steche den Holzspieß ein, schneide ab, dass wir quasi immer zwei solche Dinge auf einen Spieß bekommen. Das bereite ich jetzt vor und dann geht es gleich weiter. So schauen meine Schweinefilet-Häppchen jetzt fertig aus. Es sind jetzt zwei pro Spieß. Das liegt einfach daran, weil die Holzspieße ein bisschen länger sind. Wenn ihr kürzere Holzspieße habt, macht einfach einen pro Spieß. Dann kann man den nicht wunderbar von dem Spieß runter essen. Fertig vorbereitet, gewürzt sind sie und jetzt kommen sie auf die Gussplatte. Die Gussplatte in meinem Grill habe ich ordentlich vorgeheizt und da legen wir jetzt eben unsere Spieße auf.
und lassen die jetzt erstmal so gute 2-3 Minuten von der einen Seite angrillen. Drei Minuten später seht ihr schon, wie hier oben der Käse rausblubbert und unsere Spießchen, oh, ein Traum, lassen sich sogar von Hand drehen, die kleben gar nicht an. Der Hammer. Die Spieße dürfen jetzt noch mal so gute 3 Minuten von der anderen Seite und dann sehen wir uns wieder. So, weitere 3 Minuten sind rum. Wir machen die Brenner unter der Gussplatte aus und lassen jetzt unsere Schweinefiletstücke noch einen kurzen Moment ziehen, weil wir wollen ja, dass sie zwar nicht roh, aber zumindest auch nicht komplett durch sind. Einen Moment können sie noch und dann wird serviert. Schauen die nicht absolut fantastisch aus? Die sind jetzt fertig und kommen runter vom Grill. So sehen die Schweinefilet-Pinwheels jetzt aus und jetzt müssen wir natürlich auch noch mal eins von den Dingern anschneiden. Schnappen wir uns also einfach ein so ein Spießchen, ziehen uns das hier runter und dann schneiden wir es einfach mal gerade auf. Das Schweinefilet innen drin, ich hoffe, ihr könnt das sehen, herrlich saftig, sogar noch zart rosa hier, absolut fantastisch und ja, jetzt wird probiert. So. Hier habe ich jetzt also ein Stück von meinem Schweinefilet-Pinwheel und ja, jetzt wird natürlich auch probiert. Von der Würzung her ist es genau richtig. Ihr habt eine mega Saftigkeit. Wir haben den Käse, wir haben den Geschmack vom Rucola. Ja, eine fantastische Mischung. Wie gesagt, das haben auch die Zuschauer beim Ramster Backfest schon mitgekriegt. Eine richtig leckere Geschichte, ganz einfach nachzumachen. Solltet ihr also auf jeden Fall mal ausprobieren und da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Solltet noch kein Abonnenten des Kanals sein? Da oben habt ihr gerne die Möglichkeit, das gerne nachzuholen. Würde mich sehr freuen. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.